Top Ausbildung mit Zukunft. Um den Veränderungen, Stichwort Produktveredelung und Spezialisierung in der Landwirtschaft im Allgemeinen bzw. der Weinwirtschaft im Speziellen Rechnung zu tragen, wird auf Initiative von Agrarreferentin Landesrätin Verena Dunst ab September 2016 auf Basis einer Kooperation zwischen der BHAG Neusiedl am See, der BHAG Eisenstadt und der LFS Weinbauschule Eisenstadt die Ausbildung von künftigen Führungskräften in der Weinwirtschaft und im Agrarmanagement angeboten. Diese Ausbildung, die bereits zwischen 1999 und 2011 erfolgreich betrieben wurde, ist eine optimale Vorbereitung für Betriebsgründungen und Übernahmen, weil sie einerseits die Grundlagen wie beispielsweise in Betriebswirtschaft, Management und Marketing sowie Sprachen, andererseits aber auch das fachliche Grundwissen in Sachen Weinbau und Kellerwirtschaft zum Inhalt hat. So Dunst. Meine Damen, meine Herren, vor allem geschätzte Frau Landesrätin, Präsident, liebe Kolleginnen, ich darf Sie recht herzlich hier im Weinkeller des Landesweingutes der Weinbauschule begrüßen zu einer Pressekonferenz, wo wir eine Kooperation vorstellen, die es schon gegeben hat, die aber durchaus etwas ist, was es wert ist, nochmals zu betonen und vor allem, weil es jetzt dann ans Eingemachte geht, weil wir diese Kooperation auch beginnen wollen. Es ist dies die Kooperation zwischen den Bundeshandelsakademien in Neusiedl und Eisenstadt und der Weinbauschule Eisenstadt. Wir wollen nämlich, was dem Wein- und Agrarland Burgenland, wo dringend Bedarf besteht, die Betriebsübernahmen und Betriebsgründungen, die in den Bundeshandelsakademien vorbereitet werden, durch das Fachwissen des landwirtschaftlichen Facharbeiters unterstützen. Diese Kooperation, diese HAC für Wein- und Agrarmanagement hat es schon vor einigen Jahren bereits gegeben. Wir wollen das wieder aufleben lassen, erweitert durch die Kooperation mit Eisenstadt. Es ist Burgenland als Agrarland, das möchte man vielleicht gar nicht denken, als kleines Bundesland, dass das Burgenland agrarisch so wichtig ist. Es ist aber von der Wertschöpfung her tatsächlich so, dass wir das Weinland, eines der bedeutendsten Weinländer Mitteleuropas sind, brauche ich auch nicht zu betonen. Und da braucht es natürlich Fachkräfte, Know-how, um auch den Markt zu bedienen, um Top-Produkte zu produzieren, aber auch, und darum geht es bei uns, das Ganze zu managen und das Ganze zu vermarkten. Und ich denke, diese Kooperation, die wir hier anbieten können, ist doch ein Meilenstein für das Burgenland. Und ich darf jetzt die Kollegin Frau Kollegin Seemann-Dakisch aus Neusiedl bitten, etwas darüber zu erzählen, weil sie hat ja auch Erfahrung, wie das schon einmal gewesen ist. Bitte, Björn. Dankeschön. Die Schulkooperation Handelsakademie für Weinbau und Agrarmanagement in Neusiedl am See mit der Landwirtschaftlichen Fachschule in Eisenstadt wurde bereits 1999 gegründet. Damit wurde eine innovative Schulidee, nämlich doppelte berufliche Ausbildung mit einem breiten Allgemeinwissen, verwirklicht. Schüler und Schülerinnen werden dabei auf einen gefragten, qualifizierten Beruf bestens vorbereitet und sind mit der kaufmännischen Ausbildung sehr geschätzte Fachkräfte. Durch diesen Schwerpunkt Weinbau und Agrarmanagement werden hochqualifizierte Praktiker zur Führung landwirtschaftlicher Betriebe ausgebildet. Dies hat sich in der Vergangenheit auch schon bestens bewährt. Ich kann da einige Namen nennen. Wir haben insgesamt über 90 Absolventinnen und Absolventen und die Absolventinnen und Absolventen wie Brila in Schützen, Salzl in Ilmitz, Breschütz in Neusiedl und viele mehr beweisen dies. Mit diesem Facharbeiterbrief der Weinbauschule und der Matura an der Handelsakademie verfügen die Absolventinnen und Absolventen über eine tolle Zukunft und ich hoffe sehr, dass wir das wieder in diese richtige Richtung bekommen. Dankeschön. Ja, ich darf gleich anschließen. Diese Kooperation
entspricht ganz genau dem äußerst praxisorientierten Lehrplan an einer Handelsakademie. Und das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die nicht nur von zu Hause her schon aus einem Weinbau oder Agrarbetrieb kommen, sondern an alle Interessierten, die sich ein zusätzliches Standbein im Burgenland erwerben wollen und auf vielfältige Chancen zielen. Ja. Gleichzeitig bildet das auch den Übergang zur Fachhochschule im Burgenland mit dem Lehrgang Weinmarketing. Das heißt, auch hier schließt sich eine Lücke in den tertiären Bereich. Und ich möchte gerne noch einmal betonen, dass wir an allen drei Schulen natürlich jederzeit für Informationen zur Verfügung stehen. Besonders möchte ich einladen, am 22.01., das ist jetzt der nächste Termin, am Freitag ist der Tag der offenen Tür in der Handelsakademie Eisenstadt, und auch hier stehen wir selbstverständlich für alle Fragen gerne zur Verfügung. Gut. Jetzt an die Stellen, die das unterstützen, die für uns zuständig sind, sowohl der Landesschule als auch das Land Burgenland für die Weinbauschule, wo ich mich jetzt schon recht herzlich bedanke, dass die formale Unterstützung dir da sehr wichtig ist. Es geht um Verordnungen, die geändert worden sind, es geht um vieles rundherum, dass der Schüler, die Schülerin gar nicht mitbekommen. An dieser Stelle schon ein recht herzliches Dankeschön, und ich darf den Herrn Landesschulpräsidenten auch bitten, etwas unsere Kooperation zu kommentieren. Gerne. Vorerst einmal herzlichen Dank für die Einladung hier in die Weinbaufachschule. Es freut mich besonders, dass ich hier mit der Landesrätin Dunz wieder mal eine sehr enge Kooperation machen kann und wir gemeinsam einen Schultyp fördern, der jahrzehntelang ausgezeichnete Erfahrungen gebracht hat. Ich bin ja ein Kind dieses Schultyps. Ich habe dort unterrichtet, wo es das gegeben hat, in der Handelsakademie Neusiedl. Es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, und viele Top-Winzer der Region und Top-Winzer des Burgenlandes und Winzerinnen haben in dieser Schule beide Ausbildungen abschließen können. Auf der einen Seite natürlich die Matura und auf der anderen Seite den Facharbeiterbrief, was ja zwei wesentliche Faktoren darstellt. Eine wirklich sehr, sehr gute wirtschaftliche Ausbildung in einer Handelsakademie und die sehr fundierte Ausbildung in der Weinbaufachschule im Bereich des Weinbaus. Das heißt, wir haben hier eine sehr breite, sehr gute Ausbildung zu sehr guten Leistungen im Weinbau qualifiziert, und daher unterstützt der Landesschulrat das sehr, dass wir das wieder aufleben lassen können, weil es vor allem der Weinwirtschaft im Burgenland und auch dem Schulwesen im Burgenland eine Facette hinzugibt, die leider vor einigen Jahren herausgebrochen ist, und wir das wieder gemeinsam beleben wollen. Daher bedanke ich mich bei allen Schulen auch für die Initiative, unsere Unterstützung habt ihr da auf jeden Fall. Ich freue mich auf die ersten Absolventinnen und Absolventen dieses Schultyps. Danke. Danke, Herr Präsident. Frau Landesrätin. Ja, herzlichen Dank. Zunächst einmal, Herr Landesschulratspräsident, werte Direktorinnen, Herr Direktor, werte Damen und Herren, ein herzliches Guten Morgen, einen Wochenbeginn und eine gute Woche darf ich Ihnen wünschen, einen Wochenbeginn, der eigentlich mit einer Innovation beginnt. Wir Burgenländer sind wirklich gut unterwegs, wir Burgenländerinnen auch. Nur eines bitte ich darum, wirklich offen zu bleiben für Innovation und für Weiterentwicklung, auch Herausforderungen, neue Herausforderungen, auch in seiner eigenen Berufstätigkeit anzunehmen. Manche Dinge haben sich ganz einfach überlebt. Wir werden in der Landwirtschaft, aber auch in allen landwirtschaftlichen Bereichen, ähnlich wie Forstwirtschaft, wie Jagd und Fischerei, aber vor allem die Ausbildungsschiene dazu, noch mehr auf Innovation setzen. Beide landwirtschaftlichen Fachschulen sind super durchorganisiert. Jede Schule, jeder Standort hat seine eigene Ausrichtung mit zunehmenden Schülerzahlen, und weil auch beide Direktoren mit ihren Teams sehr, sehr hart daran arbeiten, am Zahn der Zeit in der Ausbildung zu bleiben. Was möchte ich damit sagen? Wenn wir heute darüber reden, dass Honig sich der größten Nachfrage aller Zeiten erfreut oder in der Nähe ist, der Honigabsatz steigt, dann muss es jemand geben, der in diesem Land Honig erzeugt. Oder die Menschen werden sich an Honig woanders kaufen. Und dazu gibt es ja die zweite große Chance. Noch nie zuvor haben wir im Lebensmittelbereich so bewusst einkaufende Menschen erlebt.
aber auch sehr sensible und auch sehr kritische. Ich habe heute in der Früh in Güssing noch die Leiterin des Kindergartens Güssing getroffen, weil ich noch schnell im Büro war in Eisenstadt, in Güssing vor Eisenstadt. Und daneben ist der Kindergarten in meinem Büro in Güssing. Und die hat mir gesagt, es wird immer schwieriger, weil immer mehr Eltern ganz andere Ausrichtungen in der Ernährung ihrer Kinder haben. Also so mit Kindergartenjausen und Schuljausen, die Zeiten sind vorbei, wo da irgendetwas ist. Ja, aber meine Damen und Herren, jetzt könnte man sagen, oje, oje, na überhaupt nicht. Das ist eine Riesenchance für die Lebensmittelproduktion im Burgenland, wenn es so ist, dass die Eltern und deren Kinder, und das ist wichtig von klein auf, darauf schauen, was sie essen, dass sie ganz bewusst essen. Das heißt, beide Schulen sind sehr, sehr gut ausgerichtet und sind am Zahn der Zeit, ob es der Honig ist oder was anderes. Wir haben ganz, ganz wenig Menschen, um beim Honig zu bleiben. Und das könnte man dann durchführen durch alle Lebensmittel, die wir selber erzeugen, dass wir überall, fast überall noch bis zur Decke, ein bisschen noch Luft haben. Heißt, wir haben in ganz wenigen landwirtschaftlichen Produkten aus dem Burgenland veredelt, gut, ehrlich, authentisch, wissend, wo der Ursprung ist, haben wir aber ganz wenig, was wir anzubieten haben. Ich habe vor wenigen Tagen beispielsweise beauftragt, ein Institut, das mich jetzt begleitet, ich will endlich mal am Tisch haben, was haben wir nicht, was wir gut erzeugen im Lebensmittelbereich. Genauso gilt natürlich der Wein und dessen Absatz. Wo haben wir noch Potenzial nach oben? Wenn ich höre, dass wir im Honig beispielsweise nur 30%, die haben wir es nicht genau sagen können, so eine ungeschützte Zahl, von 100 möglichen Menschen überhaupt mit Honig versorgen können im Burgenland, dann haben wir da Potenzial nach oben. Was wir aber auf alle Fälle brauchen, ist, wir kriegen im Agrarbereich in vielen Bereichen kein Geld mehr. Ich verstehe die Landwirte, Grüne Woche ist ja gerade in Berlin im Laufen, dass da alle zornig sind und böse und sagen, wir kriegen nichts mehr für unsere Produkte. Und das ist aber viel Arbeit und braucht viel, bis wir dieses Produkt am Markt kriegen. Und dann kriegt man nichts dafür. Ja, nicht einmal teilweise den Selbstkostenpreis, sondern darunter. Dann sind wir im Burgenland und andere Bundesländer und andere Länder in Europa, schlafen ja auch nicht. Das hat man bei der Grünen Woche gesehen. Sind natürlich in der Ausrichtung dessen, das ist so gut, dann muss ich mich auf andere Produkte spezialisieren. Und dann darf ich halt das Fleisch als Fleisch und die Milch als Milch verkaufen, sondern muss veredeln, dann kriege ich vielleicht was dafür. Mal so im internationalen Kontext kriegt man halt nichts dafür. Es ist so. Dazu braucht es aber, und da schließt sich genau der Kreis, vom Honig über das Fleisch und über die Milch bis hin zu einer guten Ausbildung, die der Mensch braucht. Innovation, noch Möglichkeiten, Arbeit zu kriegen im Burgenland, gute bezahlte Arbeit ist möglich, wenn man eine gute Ausbildung hat. In den letzten Wochen ist so viel geredet worden über Arbeitslosenzahlen und wie es denn so ausschaut in den Bundesländern. Ja, im Burgenland schaut es eh noch gut aus im Vergleich zu Österreich und im Vergleich zu Europa und trotzdem braucht es auch im Burgenland einige andere Ausrichtungen. Sie beginnt diese Ausrichtung und die Chance, einen Arbeitsplatz zu haben, immer bei der Ausbildung, bei der Qualifizierung, die man hat. Und da sind wir genau wieder dort, wo ich begonnen habe, bei beiden landwirtschaftlichen Fachschulen, die sehr, sehr gut ausgerichtet sind. In Güssing mit dem genau richtigen Bereich auch gut Lebensmittel am Tisch zu bringen, die Schüler und Schülerinnen dort auszubilden und natürlich auch, was Tourismus, was Freizeit und Tourismus in der Kombination hat, nämlich Pferdewirtschaft. Und heute und hier, und diese Geschichte ist großartig, in einer Schule, die alles abräumt von Trophäen und Preisauszeichnungen, nämlich die landwirtschaftliche Fachschule, die ein Prestige und ein Image hat bei Eltern, aber auch in der Wirtschaft. Das ist eine innovative, in die Zukunft ausgerichtete Schule. Da gibt es beispielsweise auch schon sehr vieles in Richtung Honig und vieles andere auch, wenn man sich einfach danach richtet, was man braucht draußen. Was braucht man im Burgenland? Junge Menschen, die an diese Ausbildung glauben, aber vor allem sich auch selbstständig machen, meine Damen. Ich freue mich, dass Sie als Direktorinnen sehr, sehr stark das betreiben, weil das brauchen genau die
nächste Generation. Eine Ausbildung wie bei Ihnen mit einem Schwerpunkt, da muss ich betriebswirtschaftlich denken, organisieren und was mein Kapital anbelangt, wissen, wie komme ich zu einem. Aber ich brauche auch den Schwerpunkt, dass ich sage, okay, und in welchem Bereich der Landwirtschaft und der Weinwirtschaft, dass hier ein ganz großer Schwerpunkt ist, da liegen wir gut, aber ich brauche eine gute, fundierte Ausbildung und da mache ich meine Praxis dazu. Und es gibt keine bessere Kombination als die, die Sie haben, die, und die Grundlagen und die Praxis kombiniert. Das braucht die Wirtschaft. Hören Sie sich bitte das einmal an, dass draußen die Wirtschaft oft klagt und sagt, wir haben sehr viele gescheite junge Menschen, aber der Praxisbezug, der kann ja auch nicht da sein, wie soll er das? Und daher bin ich überzeugt, Herr Landesschulratspräsident, diese Kooperation ist für die Jugend und vor allem für das Einkommen und für die Agrar- und Weinwirtschaft, für die Zukunft genau das Richtige. Wir brauchen solche jungen Menschen, die sich was trauen, aber dann auch Unternehmen gründen. Und auf das hoffe ich und auf das stehe. Innovative Ausrichtungen in Unternehmungen, dazu braucht es eine gute Ausbildung. Herzliche Gratulation zur Kooperation. Ich bin überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler das gerne annehmen werden. Viel Erfolg damit. So.